Froschiges, hallo da draußen, willkommen zu einem etwas ernsteren Video auf Skyclip so und hier Crafty, falls du das siehst, kannst du diesen Unlegend Mika bitte muten. Wiederum, ich weiß, dass du es bist, ich habe aber keine Lust auf 1-on-1. Und zwar geht's mal heute wieder erstmal ums Gewinnspiel. Da werde ich den Executive-Gewinner gleich verkünden. Unter anderem geht's um meine aktuelle YouTube-Lage. Ich weiß, es gibt für jeden Mal ein Hoch, ein Tief, was auch immer. Aber mich nervt langsam. Hast du Exo? Mich nervt langsam. Halt, langsam echt. Und zwar stört mich eure Inaktivität. Ich habe mittlerweile 2150 Abonnenten, aber dafür bin ich euch sehr dankbar. Sorry für den Clean. Und wir können kämpfen. Auf jeden Fall stört mich das halt echt mega doll. Ich bin euch ja mega dankbar für die 2,1k. Und ich weiß nicht, wie ich mich da weiterhin bedanken kann, wirklich. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unter diesem Video mal wieder richtig aktiv seid. Mit Likes her und Klicks wären auch mega toll. Ich bin jetzt nicht Like- oder Klick-geil, bin ich echt nicht. Aber mich stört halt eure Inaktivität echt sehr. Und hier ist der unsichtbar, hä? Lol. Ja, also ich hoffe, ihr versteht das auf jeden Fall. Mit der Inaktivität und so. Ach, ASDM, ich kenne ich sogar wirklich noch. Und der ist irgendwie ein bisschen komisch. Na gut. Auf jeden Fall stört es mich halt echt langsam. Wie gesagt, nochmal. Also, ich weiß, ich habe jetzt die 2K. Es wäre saugeil, wenn wir mal die 200 Likes auf dem Video packen könnten. Ich würde mich so mega freuen, wirklich, weil ich weiß, 200 Likes sind für meine Abozahl echt viel. Ich habe auch durchschnittlich immer, kommt drauf an, auch was für ein Video mache, bei Skype-Videos so 40 Likes. Wenn man mal mit anderen YouTubern vergleicht, ist das schon relativ wenig. Und danke für die Free Kills, my friend. Danke, dass du runterspringst. Und ja. Also wie gesagt, 200 Likes, wenn ihr das packt, dann wäre ich mega stolz auf euch, mega froh. Und das Froschpack vor 2, Leute, das kommt noch. Ich bin immer noch unzufrieden. Wie gesagt, ich arbeite mit Rave GFX daran. Zusammen, ist ein guter Mate von mir, mit dem ich jetzt das Froschpack vor 2 mache. Mein Part, mit dem bin ich doch nicht so ganz zufrieden. Ja, toll, mach halt 2-1, dann nicht mehr 2-1. Eigentlich wollte ich gegen den 1-1 machen, also gegen Unlegend Mika, aber jetzt kommt er dazu. Jetzt kommen wir Team. Und ja, auf jeden Fall, der Executive-Gewinner, das ist der, wer weiß es, weiß ich noch nicht. Ne, war ein Joke, ich weiß es schon. Ich werde es noch nicht verraten. Einfach aus dem Grund, weil sonst jetzt wieder viele wegschalten. Deswegen sag ich es irgendwann im Video jetzt. Und ja, der Gewinner hat noch keinen Rang auf Skycalypso. Ich habe halt jetzt, tut mir leid an die, die jetzt auch teilgenommen haben, die schon Rang haben, aber ich finde es halt, es ist schon ungerecht dann auch wieder, wenn die Person schon einen Rang hat. Ich bin ehrlich, eigentlich hätte der liebe X-Kedix gewonnen. Das tut mir echt leid, X-Kedix. Aber ich habe gesehen, du hast ja schon Elite. Und ich weiß, Executive ist schon ein mega krasser Rang. Aber trotzdem hat ihn jemand anders gewonnen. Aber deine Geschichte war echt, finde ich, gut. War echt voll cool, fand ich die. Und freuen wir ihn zu kämpfen. Alles klar. Wie kämpfe ich jetzt? Mit denen da oder so? Ich hätte mal Ruck zur Mitte. Auf jeden Fall, der Gewinner hat halt noch keinen Rang. Der spielt echt so aktiv auf Skycalypso. Der verfolgt aktiv meinen Kanal. Und
Das kann nicht wer anders sein als Ruckzuck Mitte. Danke auch für deine liebe, tolle Geschichte, deine Geschichte halt generell und auch unter der letzten Verlosung und für deinen Kommentar. Freut mich auf jeden Fall, dass du auch teilgenommen hast, ne? Freut mich natürlich jeder, der teilgenommen hat, da freue ich mich immer sehr. Und ey, es haben über 350 Leute, glaube ich, teilgenommen. Mega fettes Dankeschön, wirklich. Mir fehlen echt die Worte. Und ich habe jetzt leider keinen Mate zum Kämpfen. Ah, doch, dich jetzt. Nice. Und er hat Logo an. Das ist ein bisschen blöd. Und er hat Echse. Ah, ich dachte, er hat Echse so gerade. Im Moment. Weil ich dachte, er bekommt keinen Feuer ab. Feuerschaden. Na, da versucht er mich zu cleanen. Bisschen mieser, dreckiger Arsch. Weißt du das? Du bist ein bisschen... Ey, Mann. Das erinnert mich total wieder an QSG. Auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, würde mich freuen über 200 Likes. Bitte seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt. Und die Nerux-VIP-Verlosung wird ein extra Skype-Video auf Nerux kommen. Revate ebenso. Und ja, ich werde Crafty den Gewinner mitteilen. So, bitte, du dürftest schon.